Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Sie dieses Problemchen auch schon mal hatten und kennen. Man steht vor der eigenen Haustüre, am besten noch mit den Einkäufen und denkt, oh, Mist, Schlüssel vergessen. Was macht man denn dann? Im besten Fall bekommt man irgendwen erreicht übers Handy oder vielleicht auch in der Nähe, der dann noch einen weiteren Schlüssel hat. Aber wie Murphys Gesetz ja so möchte, ist dann gerade niemand erreichbar. Das ist natürlich richtig schwierig. Oder aber andere Situation, man hat sich einfach mal ausgesperrt. Kennen Sie bestimmt auch. Schön die Haustür offen gelassen, um mal eben schnell den Müll wegzubringen. Fenster in der Küche war aber auf. Wumm, der Zug kam und Sie stehen vor verschlossener Haustüre. Haben Sie da schon mal den Schlosser angerufen oder den Schlüsseldienst? Da zahlt man so viel Geld. Wir machen damit Schluss. Wir möchten, dass Sie jederzeit in Ihre Wohnung, in Ihr Zuhause reinkommen und das komplett ohne Schlüssel, mit wunderbaren Möglichkeiten, ganz, ganz kleinem Aufwand und richtig viel Technik. Richtig viel Technik, aber unglaublich, und das ist mit das Wichtigste, unglaublich einfach zu installieren. Wie ein herkömmliches Schloss, das ist in 3 Minuten ist das Schloss gewechselt. Man meint immer, das wäre ein Riesenhexenwerk, ist es aber nicht. Und jetzt ist das hier innen, die Innenseite, und dort, wo die Zahlen sind, die Außenseite. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder einen Zahlencode freizugeben oder natürlich dann auch mit den Transpondern-Schlüssel, die werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber hier sind wir bei der Einfachheit, und das sind genormte Größen hier. Ja, du ziehst das alte Schloss ab und machst einfach dieses neue jetzt rein. Also hier von unserem Jakob gemacht, das ist eine Sache von wirklich, auch wenn du ungeübt bist, von 5 Minuten, dann wieder zentrieren mit der Schraube hier durch das Türblatt. Und dann ist es fertig installiert. Und jetzt hast du hier, wenn du der Schlossbesitzer bist, bekommst du als erstes mal einen Mastercode. Mhm. Jetzt hast du die Möglichkeit, 10 weitere verschiedene, also Zahlenkombinationen freizugeben oder dann auch jederzeit wieder zu sperren. Wo braucht man sowas? Ganz einfach, du bist im Urlaub und da sagst du deinem Nachbarn, du, schau doch mal, in den 3 Wochen, wo ich in Urlaub bin, schau mal nach den Blumen. Genau. Dann gibst du dem die Kombination, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und sagst, da kommst du rein. Und nach dem Urlaub sperrst du die wieder. Ach, das geht? Ja, dann löscht du sie einfach wieder. 10 verschiedene Kombinationen kannst du hier machen. Und das ist so unglaublich einfach. Wichtig ist jetzt auch, das ist eine Sicherheitsoption. Achten Sie bitte auf den Schließmechanismus. Um den geht's. Das ist innen. Von innen, sehen Sie es, ist es immer beweglich. Von außen, hier geht nichts. Jetzt mache ich entweder, habe ich den Transponder, da sind 3 im Lieferumfang enthalten, dann komme ich am Schloss an und halte den Transponder drauf. Wir hören es auch an einem Geräusch. Und jetzt achte mal auf den Schließmechanismus. Du siehst, der funktioniert. Nach wenigen Sekunden, das hören wir dann auch akustisch, Achtung, schaltet er wieder ab. Jetzt, und jetzt geht wieder nichts mehr. Das Gleiche kannst du jetzt hier aber auch mit einer Zahlenkombination machen. Wir haben es jetzt ganz einfach gemacht, die machen Sie bitte zu Hause nicht, weil die können Sie frei auswählen, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Schloss drücken, und schau mal, jetzt greift er wieder und jetzt kann ich wieder auf- oder abschließen, natürlich, wie ich möchte. Und das ist eben die Freiheit, die ich brauche. Ich habe keinen Schlüssel mehr, den ich vergessen kann, will oder soll. Ich brauche keinen Ersatzschlüssel mehr unterm Blumentopf links neben der Tür oder unter der Fußmatte zu platzieren, weil ich kann jetzt, wenn jemand kurzfristig mal in meine Wohnung soll, ja, von dem ich das will, dem gebe ich einfach den Zahlencode. Und zu diesem Schloss gibt es natürlich auch Pressestimmen, und die schauen wir uns jetzt mal an. PC Magazin sagt: Empfehlung der Redaktion. Wer unterschiedlichen Personen Zugang zu einer Wohnung verschaffen möchte, aber keine Schlüssel verteilen will, der bekommt mit dem VisaTech Schließzylinder eine praktische und sichere Lösung. Ja, liebe Zuschauer, so sieht es nämlich aus, praktische und sichere Lösung. Jeder kennt das, du hast es angesprochen. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit dem Nachbarn, der die Blumen gießen soll. Oder aber es ist mal jemand zu Gast, da möchte man nicht den Schlüssel rausgeben, den man ja ganz schnell nachmachen könnte. Da hat man immer ein ungutes Gefühl. Man möchte nicht die ganze Zeit dabei sein und darauf aufpassen. Deshalb ist sowas einfach sehr praktisch. Ralf, Master PIN heißt also, das ist der ursprüngliche PIN. Derjenige, der das Schloss hat, genau. Der hat den Master PIN, der ist der Chef. Und der erstellt dann Freigaben. Wo gebe ich den ein? Den gibst du auch hier im Gerät ein. Das ist unglaublich einfach auch beschrieben und das einmal gemacht. Dann kannst du jeglichen weiteren Zahlenkombinationen, übrigens bis zu 12
zwölfstellig, also die Zahlenkombination freigeben. Ich weiß gar nicht, was ist zwölfstellig für eine Zahl? Eine Trilliarde, glaube ich. Und dementsprechend so viele Möglichkeiten gibt es an Zahlenkombinationen. Also du siehst, wenn da einer zufällig vorbeikommt und dann sagt, komm, ich probier's mal, der bekommt das Schloss auf keinen Fall auf. Das heißt, du gibst den das allererste Mal auf deinem Schließzylinder ein und speicherst den dann. Den kannst du selbst auswählen oder wird der vorgeschrieben schon mitgegeben? Der wird mitgegeben und du hast dann aber 10 Möglichkeiten, weitere Nummern freizugeben. Ja? Und mit deinem Mastercode, den du irgendwo sicher verwahrt in der Wohnung hast, kannst du jederzeit auch diese Freigaben wieder löschen oder ändern. Und da natürlich jetzt noch die Transponder, das ist auch noch wichtig, 3 Stück von diesen Transpondern. Da brauche ich auch keinen Schlüssel mehr, wie ich dir vorhin gezeigt habe. Jetzt entweder Zahlencode oder wenn ich den Transponder habe, guck mal, den einfach nur auflegen. Ich habe also auch keine Probleme mehr, ein Schlüsselloch zu finden oder ähnliches. Nein, Transponder drauf und fertig. Du lachst jetzt, aber das ist oftmals so, du kommst im Dunkeln an ein Schloss und dann suchst du. Ja, und was, dann schön essen, ein paar Wein? Nee, das will ich jetzt nicht mal unterstellen. Aber wo so ein Schloss natürlich auch toll ist, ist zum Beispiel auch, wenn ich Gartenhäuser habe oder wenn ich Vereinsheime habe, ja, wo oftmals viele wechselnde Zugriff haben sollen, dann ist das natürlich perfekt. Ja? So ein Schloss, oder ich kenne es auch vom Bootverleih, wo solche Schlösser sind, oder vom Steg, wo ja, was weiß ich, 30, 40 Boote liegen und alle sollen Zugriff zu diesem Steg haben, da installiert man ein solches Schloss. Und wenn jetzt mal jemand noch zusätzlich eine Zugangsberechtigung braucht, dann kann ich mir die am Telefon holen, indem ich mir einfach den Code erfrage. Und die wichtigen Leute, die bekommen dann den Transponder, die müssen sich nicht mal mehr die Zahlenkombination merken. NX 43 49 und die 569, das ist Ihre Bestellnummer. 94,91 Euro der TV-Sonderpreis. Wer mal den Schlüsseldienst gerufen hat, weiß, dass das ein richtiges Schnäppchen ist und vor allem ist es sehr komfortabel. Denn Sie können jederzeit den Personen Ihrer Wahl einen PIN zuweisen, sodass Sie die Tür reinkommen können und vor allem, natürlich ganz wichtig, Sie können den auch jederzeit wieder löschen, um den Zugang zu gewähren. Kinderleichter Einbau, Sie sehen das, super schnell gemacht. Ralf sagt, ohne Know-how maximal 5 Minuten, die man da braucht. 3 Transponderschlüssel gibt es mit dazu, die dann einmal den Familienmitgliedern geben oder den Personen, die immer Zugang haben sollen und dann bitte zugreifen. Jetzt geht es weiter, auch wieder mit einem Schließzylinder. Der hat jetzt aber einen ganz besonderen technischen Clou. Ja, also jetzt erstmal technisch genauso einfach einzubauen von innen. Und da schauen wir uns nochmal an auf den Schließmechanismus. Das ist innen, ist er immer zugänglich. Also auf- und zumachen, wann immer ich will. Das ist wirklich auch eine Sicherheitsoption. Von außen, Sie sehen, passiert wieder nichts. Jetzt habe ich hier auch wieder die 2 Möglichkeiten. Entweder per Zahlencode. 3, hoppla, 4, 5, 6, so, müsste gehen. Oh, falsche Nummer, da haben sie eine andere programmiert. Hohoho. Das wollten sie jetzt auch mal ausprobieren mit dem Sperren. Aber durch Zahlencode einfach freigeben. Aber hier habe ich jetzt noch etwas weiteres, nämlich die Möglichkeit hier ganz einfach per Bluetooth mit meinem Smartphone diese Tür zu öffnen. Wie? Das funktioniert dann einfach wie eine Fernbedienung. Da gibt es eine kostenlose App, die kann ich also nur als Master dann wieder mit diesem Schloss verbinden. Und wenn ich dann komme, öffne die App, dann öffnet sich das Schloss und ich brauche keinen Schlüssel mehr und mein Smartphone habe ich sowieso dabei. Und eben, wenn ich Smartphone mal nicht dabei habe oder der Akku gerade mal leer wäre, dann gibst du wieder, ich probiere es nochmal mit meiner, haben Sie die richtige 3? Ah, jetzt, guck mal, die 3 hat es vorher nicht genommen. Siehst du, jetzt geht's. Nee, andere Kombination. Also, die haben Sie gewechselt, das macht aber nichts. Sie werden Ihre nicht vergessen, aber Sie sehen, wie einfach das ist. Und jetzt die zweite Option, eben noch Bluetooth mit meinem Smartphone, dieses Türschloss öffnen. Das ist einfach eine klasse Sache und auch hier natürlich die Möglichkeit, bis zu 10 Zahlencodes zu vergeben und die auch jederzeit auch wieder zu sperren. Und das ist eben auch so die Zukunft der Schlösser. Wir machen sowieso immer mehr, wir zahlen ja schon mit dem Smartphone. Warum dann nicht auch die Türe aufmachen? Brandneue Technik für 56,91 Euro, auch brandneu bei Pearl. Deshalb bitte gleich zugreifen mit der NX 4385 und der 569. Vor allem auch für die junge Generation ganz wichtig, die ihr Smartphone nie aus der Hand geben, aber den Schlüssel mal gerne vergessen können. Und jetzt kommen wir zu etwas, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Sicherer geht's gar nicht mehr.
Tür öffnen mit dem eigenen Fingerabdruck, da fühlt man sich, als wäre man der eigene Geheimagent in der Wohnung, oder? Absolut, und zwar auch wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Also Sie sehen, hier haben wir kein Zahlenfeld mehr, aber wir haben hier einen Scanner. Und jetzt gehst du einfach hier irgendwo drauf und ich gehe jetzt mit dem Finger drauf und dann sehen wir auch im Display frei, müsste jetzt gehen, und dann kann ich die Tür aufschließen. Moment, ich muss es zu mir machen, so, und jetzt einfach drauf. Und dann geht es auf. Mit Fingerabdrücken, ich habe einen Master-Fingerabdruck, ja? Also ich, der das Schloss kauft, und kann dann, wenn ich weiteren Leuten Zugang geben möchte, kann ich das jederzeit tun, und zwar ohne irgendwelche Probleme, bis zu 999 verschiedene hier Fingerabdrücke könnte ich freigeben und später natürlich auch wieder sperren. Das wäre jetzt zum Beispiel auch für Firmen groß interessant, wenn du da 30, 40 Mitarbeiter hast und die alle eigentlich einen Schlüssel bräuchten, machst du das so. Also schauen Sie, Sie kommen hin, hier unten, da wird es entriegelt und jetzt einfach Fingerabdruck drauf und jetzt heißt es Open und schon ist es offen und ich kann das Schloss bewegen für eine gewisse Zeit. Also die Zeit, die ich normalerweise zum Auf- und Abschließen brauche. Und wenn die Zeit vorüber ist, kleiner Piepston, dann geht es eben nicht mehr, sondern dann wieder nur von innen. 189,91 Euro, versandkostenfrei, die NX43 91 und die 569. Gibt aber auch noch eine kleine Fernbedienung mit dazu. NX43 81 und die 569 für die maximale Sicherheit. Und ganz, ganz wichtig, das ist wirklich eine richtig tolle Möglichkeit, ganz sicher wie ein Geheimagent die Wohnung auf- und zuzuschließen. Kann ich Ihnen wirklich empfehlen, brandneu, kostet normalerweise knapp 400 Euro, für Sie 189,91 Euro, bis zu 999 Fingerabdrücke. Wir bleiben beim Thema Sicherheit. Jetzt haben wir unsere Tür richtig gut abgeschlossen, aber Sie wissen, dass die Langfinger auch gerne mal über den Garten kommen, über die Terrassentür. Und da hat man natürlich nicht so einen Schließzylinder. Da muss man dann für Überwachung sorgen. Und damit Sie sich in dieser kalten Jahreszeit sicher fühlen, möchten wir Ihnen ein Überwachungssystem zu einem Spitzenpreis zeigen. Ja, jetzt habe ich erstmal noch eine gute Nachricht für Sie, weil die Kriminalitätsstatistik sagt, im letzten Jahr sind die Einbrüche zurückgegangen und die Aufklärungsrate hochgegangen. Aber warum ist das so? Ganz einfach, weniger eingebrochen wird, weil immer mehr Häuser gut geschützt sind. Und zwar sichtbar geschützt durch zum Beispiel solche Videoanlagen. Und warum erhöht sich die Aufklärungsrate? Ganz einfach, weil die Polizei immer öfter solche gestochen scharfen Aufnahmen sieht. Und hier haben wir jetzt ein Überwachungssystem für Sie, wenn Sie noch keines zu Hause haben, was kinderleicht einzurichten ist, also wirklich kinderleicht. Ich werde Ihnen das gleich beweisen. Und womit ich dann auch eben im Falle eines Falles jederzeit Aufnahmen habe und auch, wenn ich das will, sogar weltweit auf die Kameras zugreifen kann. Aber fangen wir mal ganz klein an. Du siehst hier den Empfänger, das ist ein Festplattenrekorder. Und den schließt du jetzt einfach entweder im Büro per VGA an deinen Monitor an, vom Rechner. Also da gibt es oftmals einen Zweiteingang, dann kannst du umschalten, Rechner oder Überwachungskameras. Oder ja, im Privathaushalt kannst du es jetzt gern an Fernseher anschließen. Mhm. Da hast du ja mehrere HDMI-Eingänge. Jetzt gehst du mal nur als Beispiel auf HDMI-Eingang 3. Und dann verteilst du die Kameras. Die sind natürlich für den Außenbereich bestens geeignet, haben auch Infrarotnachtsicht, das heißt auch bei tiefster Nacht eine Sichtweite von 25 Metern. Und die brauchen einzig und allein eine Steckdose, also einen Stromanschluss, mehr nicht. Und dann verbinden sie sich über diese Antennen ganz automatisch mit dem Festplattenrekorder. Und dann sehen wir so ein Bild. Du siehst das jetzt? Wir haben es hier jetzt aber auf dem Tisch in alle möglichen Richtungen. Da sehen wir jetzt Vivian. Und jetzt angenommen, Sie sitzen im Wohnzimmer, schauen gerade einen spannenden Film an und denken, oh, jetzt habe ich doch irgendwas gehört. Dann schalten Sie schnell auf HDMI 3 um zum Beispiel und dann haben Sie dieses Bild auf dem Fernseher. Und wenn wir da jetzt mal hingehen zum Festplattenrekorder, kommt auch noch eine richtig schöne Bedienmaus. Und jetzt muss ich nur die Maus suchen. Sie sehen, na, wo ist sie denn? Da ist sie. Und jetzt gehen wir mal ganz groß auf einen Ausschnitt. So. Da haben wir sie, die Vivian. Ja? Also jetzt angenommen, das wäre in Ihrem Garten, dann gucken Sie, was ist da hinten im Gebüsch? Oh, es ist Nachbarskatze, halb so wild, also wieder aufs Große. Schön ist auch die unglaublich einfache Bedienung. Schauen Sie mal, wenn ich einen Rechtsklick drauf mache, hier die Einrichtungsassistenten, WLAN kommen wir gleich dazu. Hier kann ich abspielen, was ich aufgenommen habe und ich kann natürlich alles andere noch, die Ansicht verändern, entweder hier oder dann einfach, Sie sehen es wieder, wir gucken mal bei uns auf die Decke, Doppelklick drauf, Linksklick natürlich dann und dann wieder zurück und ich habe
sofort alle Kameras wieder in Sicht. Und so einfach ist das eben hier. Ja, jetzt schauen wir uns Vivian mal ganz groß an. In zweiter Instanz dann, wenn ich das möchte, kann ich ja jederzeit auch eine Bewegungsmeldung hier ganz einfach integrieren und dann nimmt das Gerät auch auf. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Medium, ein Speichermedium einzulegen in diesen Festplattenrekorder bis zu 4 Terabyte, also 2,5 oder 3,5 Zoll Platte. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann ich jederzeit das, wenn sobald Bewegung kommt, das auch aufnehmen. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Wenn ich das möchte, dann kann ich diesen Festplattenrekorder auch in mein WLAN. Wenn ich eins habe, ja, ist es toll, dann kann ich es einbinden ins WLAN. Und jetzt habe ich auch jederzeit von überall auf der Welt, wo ich Internet habe, habe ich den Zugriff auf meine Kameras zu Hause. Also du siehst, im ersten Schritt 100%ige Überwachung. Ich sehe in alle Richtungen, Carport, Garten, vorne die Eingangstür. Ich kann schauen, wer hat gerade geklingelt oder ähnliches. Und dazu brauche ich nichts weiter. Ich bräuchte einen Fernseher oder einen Büromonitor. Aber das hat, glaube ich, mittlerweile jeder zu Hause. Alles andere macht dieses System von ganz allein. Zweiter Schritt, wenn ich sage, okay, wenn ich aber nicht da bin, möchte ich auch Aufnahmen, die ich später anschauen kann, dann eine Festplatte reinlegen. Dritter Schritt, wenn ich sage, oh, ich möchte aber nicht nur draufschauen, wenn ich wieder zu Hause bin, sondern auch von unterwegs. Dann binde ich dieses ins WLAN ein. Aber auch wenn ich kein WLAN habe, habe ich eine wirklich tolle, tolle Überwachungsanlage. Und jetzt sprechen wir wieder über den Rückgang der Einbruchs, die Diebstähle in Deutschland. Der ist ganz deutlich zurückgegangen. Und das liegt auch daran, weil ja die Leute nicht sagen, ach, da laufen wir jetzt hin und wir brechen ein, sondern die kundschaften ja auch oftmals, die bösen Jungs, die Objekte der Begierde aus. Und sobald da eine Überwachungskamera gesichtet wird, wissen die, oh, nee, da filmt man uns, das ist gefährlich, wir suchen immer mehr, lieber ein anderes Objekt. Und du wirst sehen, je mehr solche Kamerasysteme in Deutschland verkauft werden, desto weiter wird auch die Einbruchsrate nach unten bzw. die Aufklärungsrate nach oben gehen. Und noch vor 5, 6 Jahren waren solche Überwachungssysteme nicht zu bezahlen für den Privatmann. Den hat man mal in einem Hollywood-Film gesehen, bei den Riesenvillen, weil die konnten sich das leisten, aber wir Otto-Normalverbraucher konnten uns das nicht leisten. Das sieht jetzt anders aus. Sie sehen, ich brauche also auch keinen Techniker. Ich glaube, ein Loch in die Wand, dort, wo ich meine Kamera möchte, das bekommt jeder hin. Dann richte ich sie aus, dann gehe ich in die Stromversorgung und alles andere macht das Gerät selber. Dann nehme ich natürlich meinen Hauptteil, meinen Rekorder hier und schließe den an, entweder im Büro, so wie wir es hier haben, an einen kleinen Monitor über VGA oder sogar im Wohnzimmer, so wie es wir jetzt hier im Studio simuliert haben, über einen weiteren HDMI-Eingang. Also fast alle Fernseher heutzutage haben mindestens 3 HDMI-Eingänge. Es ist also problemlos möglich. Und wenn es dann mal knackt, und ich weiß ja, Vivian, du bist ja auch so ein kleiner Schisshase, sagt man, glaube ich. Wenn es bei dir irgendwo draußen knackt, dann fliegst du ja auch fast ein Herz in. Ja, also ich bin wirklich super panisch. Und ich glaube, dass es mir wie vielen Zuschauern draußen geht, vielleicht auch wie Ihnen. Bei mir ist es noch nicht mal so die riesengroße Angst, dass wenn jemand kommt, dass der vielleicht im schlimmsten Fall mein Auto klaut oder ähnliches. Klar ist das furchtbar. Aber das ist natürlich nur ein materieller Verlust. Mir geht es in erster Linie um meine Sicherheit. Ich möchte mich sicher fühlen in den heimischen 4 Wänden. Ich möchte beruhigt schlafen und vor allem möchte ich niemals, und das wollen Sie wahrscheinlich auch nicht, in die Situation kommen, dass da auf einmal jemand nachts vor Ihnen steht. Deshalb ist sowas einfach sehr, sehr wichtig. Die Langfinger nutzen diese Dunkelheit dieser Jahreszeit, um einfach jetzt gezielt Einbrüche vorzunehmen. 189,91 €, das ist ein einmaliger Preis. Das ist mit ganz, ganz wenig Aufwand, das hat der Ralf schon erklärt, super schnell angebracht. Da braucht man kein technisches Know-how, geht super schnell. Versandkostenfrei wird Ihnen dieses Funküberwachungssystem mit dem HDD-Rekorder und den Kameras geliefert. Einmalig investiert, einmalig angebracht, viele Jahre Ruhe. Und das ist einfach das Wichtige. NX 4369 und die 569. Huhu, würden Sie mir die Tür aufmachen? Einen kleinen Tipp hätte ich noch. Ja, wenn Sie dieses Kamerasystem installieren, machen Sie es sichtbar, dass man sieht. Und dann gibt es im Einzelhandel so kleine Aufkleber. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Das würde ich noch am Eingang irgendwo anbringen, dass wirklich der Dümmste weiß, Sie haben Videokameras und dann wirklich ganz, ganz schnell das Weite sucht. Weil was haben Einbrecher immer? Vor was haben die Angst? Ja, natürlich die Angst vor Entdeckung. Und bei Kameras werden sie einfach gefilmt. NX 4369 und die 569, die Bestellnummer für Ihr Funküberwachungssystem.
einmaliger Preis, aber viele, viele Jahre Sicherheit, die sie hier haben. Und das sollte Ihnen ihr Hab und Gut wert sein und vor allem auch Ihre Sicherheit zu Hause. Wir möchten nochmal zusammenfassen, denn wir hatten noch mehr Sicherheitsprodukte in dieser Sendung und begonnen haben wir mit einem elektronischen Türschließzylinder. Ja, und zwar den ganz, ganz einfach ohne Schlüssel öffnen, sondern mit dem Zahlencode, Ihrem Masterpin. Und Sie haben dann auch die Möglichkeit, das ganz, ganz einfach doch zu erweitern, um 10 weitere Pins, um verschiedenen Personen Zugang zu geben oder dann den Zugang wieder zu entziehen. Ganz einfach einzubauen, das gilt für alle drei Schlösser, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen. Das ist eine Sache von 5 Minuten und dann brauche ich eben in Zukunft keine Schlösser mehr, sondern ich mache das entweder mit einem Transponder, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, oder eben mit dem richtigen Zahlencode. Und von innen, das ist auch so eine Sicherheitsoption, ist das Schloss immer zu öffnen. NX4349 und die 569, die Bestellnummer für Ihren elektronischen Türschließzylinder mit den drei Transponderschlüsseln. 94,91 €, sehr zu empfehlen. Wenn man sich selbst schon mal ausgeschlossen hat, weiß man, wie teuer das ist, wenn da der Schlüsseldienst kommt. Das gibt es aber auch noch mit technischer Innovation, nämlich mit Bluetooth. Ja, und zwar ohne Transponderschlüssel. Also jetzt haben wir auch wieder so ein Schloss, das per Zahlencode genauso freigegeben wird, aber auch per Bluetooth, also über App auf Ihrem Smartphone. Und heutzutage wird so viel mit dem Smartphone gemacht. Zugtickets, Kinotickets, Flugtickets oder dann auch mal Banking wird mit dem Smartphone gemacht. Und jetzt, warum soll ich nicht meine Tür ebenfalls mit dem Smartphone öffnen? Das ist eigentlich der modernste Schritt, der derzeit möglich ist. Und wir machen ihn auch bezahlbar. NX4385 und die 569 für 56,91 €. Sehr, sehr bezahlbar. Hier das Smartphone immer dabei und jederzeit die Möglichkeit, dann Ihre Türe zu öffnen, sodass Sie nicht mehr an die Schlüssel denken müssen. Und vor allem auch ganz praktisch, falls Sie sich mal ausschließen sollten, können Sie entweder über Zahlencode oder via Bluetooth dann jederzeit direkt wieder in Ihre Wohnung, in Ihr Zuhause. 56,91 €, brandneues Produkt zu einem Spitzenpreis. Jetzt kommen wir aber zur Creme de la Creme, denn wie ein Geheimagent können Sie auch zu Hause rein mit dem Fingerprint. Ja, wenn jetzt jemand sagt, Zahlen kann ich mir eh nicht merken, meine Freunde auch nicht oder die, die Zugriff haben wollen, dann mache ich es ganz anders. Mit diesem Schloss ebenfalls ganz einfach anzubringen, aber jetzt ganz einfach per Fingerabdruck oder per Bluetooth. Also Bluetooth ist klar, das geht wieder mit dem Smartphone oder ich gebe jetzt einfach frei, wer hier rein kann. Ich als Besitzer des Schlosses habe praktisch meinen Master-Fingerabdruck und mit dem kann ich bis zu 999 weitere Personen hier den Zugang gewähren per Fingerabdruck, aber später dann auch wieder aberkennen. Auch das ist kein Problem. Also das dürfte jetzt wohl die modernste und einfachste Art sein. Ich brauche weder Schlüssel noch Zahlenkombination noch sonst was. Meinen Finger sollte ich dabei haben, aber ich glaube, den hat man meistens dabei. Davon gehen wir doch mal aus. 189,91 €, versandkostenfrei, kommt der elektronische Türschließzylinder zu Ihnen mit der NX4381 und der 569. Dann zu guter Letzt natürlich die Creme de la Creme, das Funküberwachungssystem, das wir Ihnen wirklich wärmstens ans Herz legen. Ja, und das ist an Einfachheit zu installieren, nicht zu überbieten. 4 Kameras anbringen, innen oder außen, genau die Zonen außen gucken, die ich eben sehen will. Und das auch bei Nacht, also wir haben ja tolle Nachtsicht. Und jetzt einfach verbinden Sie die sich dann per Funk mit dem Hauptteil mit unserem Festplattenrekorder und den schließe ich an meinen Fernseher oder an einen Büromonitor und kann jetzt jederzeit auf die 4 Kameras draufblicken. Das ist eine Sache, die geht wirklich ein paar Minuten. Nächster Schritt wäre dann, wenn ich auch noch aufnehmen möchte, also sobald jemand in den Bewegungsbereich der Kameras, die haben ja auch Bewegungssensoren, kommt, das aufzeichnen möchte, dann kann ich in den Festplattenrekorder eine Festplatte bis 4 Terabyte machen und wenn ich möchte, dann auch ins WLAN einbinden. Und dann habe ich auch weltweiten Zugriff per App von meinem Tablet oder Smartphone auf die Kameraaufzeichnung. Also einfacher und günstiger geht es nicht als mit dieser Überwachungsanlage. Einmalige Investitionen und dann viele, viele Jahre lang Ruhe und Sicherheit. Und wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, dann schauen Sie ganz einfach über Ihre Kameras, was da gerade passiert. Kleiner Tipp noch meinerseits. Ich habe mir sagen lassen von jemandem, bei dem schon, ich glaube, knapp 12 Mal eingebrochen wurde, dass man alle Wertsachen, wie zum Beispiel Autoschlüssel, Portemonnaie und Co. immer direkt im Flur liegen lassen sollte, sodass, falls trotzdem, warum auch immer, jemand kommen sollte, er die Wertsachen gleich mitnehmen kann und sie beruhigt schlafen lässt. Habe ich also mir sagen lassen. Ich hänge dann lieber so eine Kamera. Na, also das sowieso, liebe Zuschauer. Auf, als dass ich meine Wertsachen vorne hinlege. Kommt doch gar nicht so weit. Deshalb sorgen Sie für Sicherheit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Bestellen.